geh ich endlich zu der Bahn. Heut hab ich sicher großen Spaß. Muss mich nicht ärgern über Alltagskleider rein. Zum insgesamt 37. Mal lud das Narrenkartell Bad Gleichenberg zur Faschingssitzung in die Gleichenberghalle. Die 14 Akteure auf der Bühne und das gesamte Team dahinter gaben sich wieder besondere Mühe und stellten ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine. Naja, anfangen tun wir grundsätzlich so circa im Oktober, dass wir mal das Thema festlegen oder versuchen, das Thema festzulegen, dass wir bei der Faschingseröffnung vielleicht ein bisschen drüber reden können. Ja, und dann bin ich auch natürlich in der Vorbereitung, dann bin ich natürlich angewiesen auf meine Akteure, welche Ideen kommen und was zu machen ist. Nicht? Und dann wird es halt gegen Ende hinaus knapp, wenn dann die Sachen zu machen sind, und dann wird es spannend und dann gibt es halt Mosaikstein auf Mosaikstein und dann wird es was. Oder auch nicht. Aber das Gute ist ja, perfekte Männer gibt es an jeder Ecke. Ja, und genau deswegen hat der liebe Gott wahrscheinlich die Erde auch rund gemacht. Also die Maske, ich habe ja nie so viel Zeit. Sie teilen das dann ein, wenn was Aufwendigeres ist, dass das vor der Sitzung oder nach der Pause der Sketch ist. Sonst muss alles sehr schnell gehen. Also die Perücken, das macht dann die Marianne, das ist die Kollegin, weil alleine hätten wir ja zu viele Darsteller, aber wir sind ein sehr eingeübtes Team. Ja, wir waren in der Provence und dann habe ich halt anstatthalber gefragt, wie es ihr gefällt. Ja, und was hat sie gesagt? Ja, die schöne Landschaft macht ihre sprachlos. Ja und? Da habe ich gleich um 2 Monate verlängert. Unzählige Texte, Sketches und Liedtexte wurden bisher geschrieben. Die Aufführungen haben mittlerweile schon einen besonderen Stellenwert bekommen. Fang das Lied! Fang das Lied! Halt es fest! Halt es fest! Naja, vor allem geändert hat sich meistens nochmal die Technik. Und auch der Ablauf. Also das war früher eigentlich, war das ein bisschen freischaffende Künstler, weil jeder sich eingebracht hat. Jetzt hat das doch ein bisschen ein Regime, das ich führe und der Peter, weil wir doch ein bisschen eine Show bieten wollen. Und unsere wichtigste Geschichte ist, dass wir so viele Sketche wie möglich ins Programm einbinden, damit wir wirklich alle Leute, alle Seiten der Kultur, also der Faschingskultur ein bisschen bedienen können. Und das machen wir ganz gut. Wir wollen nicht daran verdienen, wir wollen unseren Spaß haben, wir wollen den Leuten was bieten. Und die ganze Gruppe und vor allem der Peter und ich, wir sind halt Fanatiker in der Geschichte. Das taugt uns, das gibt uns Berge und deswegen machen wir das. Wie immer sorgte die Bad Gleichenberger Faschingsband für die schwungvolle musikalische Begleitung. Wieder mal sind wir plötzlich ganz allein. Come on Barbie, let's go party. Einer der Höhepunkte war natürlich wieder das erste Gleichenberger Faschingsballett, bestehend aus Männern der örtlichen Feuerwehr. Heuer waren auch Kabarettfreunde aus Kärnten eingeladen. Sie wissen schon, dass heuer die Automatikautos alle verboten sind. Wieso denn? Ja, weil Schuld ja ist. Wir haben ja schon eine gute Freundschaft entwickelt, weil ich war ja beim Sommerkabarett schon da und da haben wir uns ganz gut verstanden und da haben wir uns gedacht, also wäre ja super, wenn wir da das Faschingskartell unterstützen können. Deswegen haben sie uns eingeladen und wir haben diese Einladung sehr gerne angenommen und es ist eine wahre Freude dort zum Spülen, also uns taugt es einfach, das ist einfach schön. Einer der Akteure feierte in diesem Jahr sein 35-jähriges Bühnenjubiläum und wurde dafür auch geehrt. Ja, wie geht es einer 35 Jahre? Ich meine, es ist ein Gefühl zwischen Dankbarkeit, ich meine, für die Freundschaft, die ich da habe schon seit diesen 35 Jahren, auch gegenüber dem Publikum natürlich. Es ist natürlich auch so, man wird nach 35 Jahren schon nachdenklich, wie lange geht es noch, wie lange schafft man es noch, aber wie sagen die Fußballer, ich schaue von Spiel zu Spiel. Meine Damen und Herren, der Wadelbeißer 2024 geht dann... Auch der Wadelbeißer wurde wieder vergeben, und zwar an die Theaterer Merkendorf. Die Gäste amüsierten sich köstlich und bedankten sich lautstark beim Gleichenberger Narrenkartell.